Ich begrüße euch zu einem weiteren Video von MMOZone. Heute mal ausnahmsweise kein Guide oder sonstiges, wobei man kann eigentlich sagen, es ist ein kleiner Guide, aber ich nenne es einfach mal die Add-on-Vorschau. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute das Add-on Archäologie-Helper vorstellen. Ihr seht das hier schon in den Options. Gelangt man natürlich wieder über Escape, Interface, Add-ons, ganz normal. An den Options habe ich gar nichts verändert, deswegen möchte ich da jetzt auch eigentlich gar nicht weiter erstmal drauf eingehen, da das Add-on eigentlich so wunderbar läuft. Ziel des ganzen Add-ons ist natürlich, die Archäologie, sage ich jetzt einfach mal, zu vereinfachen. Vereinfachen natürlich nur in dem Sinne, dass man ja nicht mehr so lange im, ich sag jetzt einfach mal, Dunkeln buddeln muss, sondern dass man direkt die direkten Spots angezeigt bekommt, wo es sein könnte. Ihr seht hier unten wieder die grüne, beziehungsweise jetzt hier rot, gelb, grüne Lampe. Die werden wir gleich noch einsetzen, beim Buddeln natürlich. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal in der Praxis an. Sobald man auch die Minimap öffnet, sehen wir jetzt hier gleich im Bild, seht ihr schon, ja, da hat sich einiges getan. Zum Beispiel sind da direkt schon die Spots markiert. Das ist das Zusatz-Add-on GatherMate 2, beziehungsweise die GatherMate Data. Finde ich eigentlich ganz interessant. Falls ihr es nicht haben möchtet, müsst ihr euch natürlich nicht runterladen. Dann müsst ihr die ganzen Spots aber selber sammeln. Und ja, das war mir dann doch irgendwie zu viel Arbeit. Gerade wenn so Informationen natürlich vorhanden sind, greift man auf so Infos gerne zurück. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Praxis über. Und zwar fliegen jetzt hier rüber zum Südwendposten und fangen da einfach mal an zu buddeln. Ja, ihr seht jetzt hier oben schon im Bild, da kommen so einzelne Schippen ins Bild. Und aus diesen Schippen werden dann diese kleinen gelben Kreise. Jeder Kreis steht für einen möglichen Spawn. In diesem Fall sind es, glaube ich, nachtelfische Fragmente. Und ja, buddeln ganz normal. Wir sehen jetzt hier die rote Lampe, klicken jetzt einfach auf das rote Icon unten in dieser neuen Bar. Und dann seht ihr, wir haben da jetzt ein rotes Overlay bekommen. Und das markiert uns jetzt quasi den Weg, wie wir dort am besten hinkommen. Hier nochmal ein überlapptes, man hätte jetzt auch einfach mal einen Schritt zurückgehen können und das dann wieder wegmachen können, das ist dann vielleicht besser sichtbar. Aber ihr seht, hier sind überall viele Punkte, deswegen genau, wird es jetzt einfach mal einer von den drei sein, die sich jetzt hier in diesem grünen Feld befinden. Ich habe jetzt einfach mal mittig gemacht und dann einfach genau jetzt hier so einfach mal buddeln. Und dann müsste das Fragment oben links, genau, da ist das auch schon. Das nachtelfische Fragment ist dort aufgetaucht. Wir haben jetzt hier noch einen Spot, den wir natürlich, also wir haben pro Archäologiefund dreimal buddeln, beziehungsweise können dreimal buddeln. Wieder mit dem roten Overlay gearbeitet, da wir relativ weit weg sind. Ich fliege jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter, habe mich hier allerdings kurz im Haus verhangen und ich nehme jetzt einfach mal den Spawn hier und habe vielleicht Glück, dass da direkt eins ist. Das sieht so schön aus, deswegen einfach mal buddeln. Und das hat noch nicht gereicht, deswegen kann es nur dieser Spot hier vorne sein, der sich im Bereich des grünen Feldes befindet. Und ja, ich denke mal, das war auf den Punkt genau, würde ich mal sagen, getroffen. Ich denke einfach mal, das Add-on, gerade für Leute, die den Beruf schnell hochbekommen wollen oder sogar ein Item davon haben möchten, ist das durchaus interessant. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt nochmal rüber nach Tanaris und dort zeige ich euch nochmal ein Beispiel an einem weiteren Spot. Und ja, angekommen in Tanaris. Den großen Spot habe ich schon mal abgegrast. Das war leider nicht so schön zu filmen, da es doch relativ lange gedauert hat. Deswegen nehme ich hier den kleinen Spot, wo man Trolltafeln bekommen kann. Im Übrigen, in der Übersicht seht ihr natürlich auch, welche Fragmente oder Fossilien oder Tafeln dort sind. Und das ist wirklich interessant, beziehungsweise einfach eine gute Übersicht. Ja, buddeln wieder, Anzeige beachten, unten den Knopf drücken. Und jetzt kann es nur eines von den drei Fragmenten möglichen Spawnpunkten hier rechts im Bild sein. Deswegen einfach nochmal buddeln. Jetzt sehen wir hier, da wird sich nicht viel ändern. Es hat sich auf zwei beschränkt. Und ich gehe jetzt einfach mal zu dem mittleren. Und genau das muss der Punkt sein hier. Auf den Punkt genau und nochmal buddeln und dann sollte das die Trolltafel hier kommen. Testen wir das doch mal nochmal, genau, buddeln und dann, jawohl, auf den Punkt genau getroffen. Ihr seht, das Add-on klappt wunderbar, gerade mit den Datas von den GatherMate 2
Also, falls ihr das nicht haben möchtet, könnt ihr das natürlich auch deaktivieren und nur mit dem UI selbst arbeiten. Aber ich finde das doch recht praktisch und nehme das doch immer gerne mit. Da es ja, da Archäologie selbst doch ein riesen Zeitfresser ist, ja, verkürzt uns das die Zeit hier einfach einmal um einiges. Und ihr seht, das klappt wunderbar. Auch wieder anhand des aktuellen Beispiels hier. Noch ein letztes Beispiel. Wie immer gilt natürlich Schritt 1 buddeln, dann auf die Lampe achten, unten den Knopf drücken und einen von den drei Punkten auswählen. Ich entscheide mich jetzt hier einfach mal für den mittleren, jawohl. Und dann nochmal buddeln und dann sollte da wieder, jawohl, da ist sie, die Trolltafel stehen. Und ja, das war mein kleines Addon, meine kleine Addon-Vorschau zu dem Addon Archäologie-Helper bzw. GatherMate 2. GatherMate 2 benötigt ihr, wie gesagt, nur für die Punkte bzw. für die jeweiligen Spots. Ich finde es persönlich relativ interessant und vor allem nützlich mit den, mit den GatherMate Daten. Hier nochmal die Options. Wie gesagt, ihr könnt hier die GatherMates natürlich auch ausmachen. Ihr könnt diverse Einstellungen verändern, aber ich habe eigentlich alles relativ normal gelassen. Und ja, alle Informationen, alle Download-Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oder wenn ihr direkt auf MMOZone seid, müsst ihr etwas hochgehen. Da findet ihr die drei Add-ons zum Downloaden. Beziehungsweise es sind ja eigentlich nur zwei. Zum einen natürlich Archäologie-Helper und GatherMate 2 bzw. GatherMate 2 Data für die ganzen Spots bzw. archäologischen Funde. Ja, man kann es deaktivieren, wie gesagt, sieht man hier auch nochmal. Einfach Haken rein oder raus machen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Addon ja, etwas helfen bzw. ein interessantes Addon vorstellen und bedanke mich bei euch und sage bis demnächst, macht es gut, ciao.